Hi ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute gibt es wieder was Salziges, Salzgebäck. Füllen kann man mit was man will, formen kann man wie man will. Man kann der Fantasie freien Lauf geben mit diesem Teig. Und deshalb nenne ich es Mixgebäck. Ich fange an mit 500 Gramm Mehl. Macht eine Mulde, ein wenig von der lauwarmen Milch hinein, dann kommt die Trockenhefe rein und ein Teelöffel Zucker und das verrühren wir ein bisschen und dann lassen wir es so 5 Minuten stehen. Von den 4 Eiern trennen wir ein Dotter, das wir mit einem Esslöffel Milch, ein Esslöffel Wasser verrühren. Das brauchen wir zum Bestreichen. Und die 3 Dotter und 4 Eiweiß, die verrühren wir auch in einer separaten Schüssel. Jetzt verstreiche ich 1,5 Teelöffel Salz aufs Mehl. Dann gebe ich 2 Esslöffel Schmand dazu. Ihr könnt auch Sauerrahm verwenden. Die verrührten Eier und das verrühren wir jetzt ein wenig mit dem Löffel und danach kommt auch die lauwarme Milch dazu und rühren es so lange mit dem Löffel, bis sich alles gut vermengt hat und danach machen wir mit den restlichen 200 Gramm Mehl weiter. Jetzt schütten wir dann die 200 Gramm Mehl, nicht das Ganze, vielleicht zuerst mal so 100, 150 rund um den Teig und so machen wir mit dem Mehl die Schüssel, den Schüsselrand sauber, besser gesagt. Und wir verkneten dann den Teig oder kneten ihn so lange und geben immer wieder Mehl dazu von den 200 Gramm, bis wir eine Teigkugel haben. Jetzt bestäuben wir die Arbeitsfläche, das ist immer noch das Mehl von den 200 Gramm. Also da bleibt auch etwa 20 Gramm übrig von den 700 Gramm insgesamt. Aber die werden wir nachher zum Ausrollen brauchen. Ja, und eben wir bestäuben die Arbeitsfläche, damit es leichter ist zum Verkneten, formen eine schöne kompakte Kugel. Dann geben wir so 3 Esslöffel Öl in die Schüssel, wo wir den Teig zubereitet haben und geben eine Seite rein und dann die andere, sodass er gut beölt ist, decken ihn ab und lassen ihn so 50 bis 60 Minuten stehen. So und die circa 60 Minuten sind um, der Teig ist schön aufgegangen. Wie ihr seht, decke ich es mit dem Nylonsack ab, ich mag keine. Natürlich habe ich Geschirrtücher im Haus, wir können es auch anders sein, aber ich mag keinen Teig damit abdecken. Habe ich einmal gemacht und dann die ganze Zeit im Kopf gehabt, ob ich vielleicht Fussel habe drin im Teig. So, wie ihr gesehen habt, die Arbeitsfläche bestäuben, dann die Kugel wieder ein wenig nachkneten und danach teilen wir sie dann auch in 2 Teile. Wenn wir sie dann aufgeteilt haben in die 2 Teile, dann verkneten wir jedes Teil nochmal zu einer Kugel und bereiten dabei die Fülle vor und dann sind die Teigkugeln eh schon 10 bis 15 Minuten gestanden wieder. Und die 2 Kugeln tun wir einfach zur Seite, ein wenig die Arbeitsfläche bestäuben und dann wieder mit einer Glassichtsfolie oder mit einem Nylonsack abdecken. Oder mit was ihr möchtet. Das ist jetzt der Kuhmilchkäse, wo ich euch aufgeschrieben habe. Der ist schon salzig. Und da habe ich ein paar dünne Scheibchen ausgeschnitten
Und ein wenig habe ich zerbröselt. Das vermenge ich jetzt mit einem Ei. Also salzen ist da nicht notwendig. Habe ich auch noch einen dritten Teller. Da habe ich 2 Esslöffel Eimer und zerbrösel auch noch ein wenig Käse rein. Dann schneide ich da noch ein paar Oliven rein. Wer es nicht mag, kann ganz andere Füllungen machen. Ich habe jetzt die 3 verschiedenen Arten gewählt, wo ich euch zeigen will. Also man kann nur den Käse, Käsescheiben reintun oder den Käse mit Ei und eben das mit Eiwa und mit den Oliven. Ihr könnt auch schwarze Oliven reinmachen oder so nach Geschmack. Habe ich die Masse auch schon vermengt und gebe noch ein wenig Pizzagewürz dazu, dass ein bisschen italienischen Geschmack bekommt. So, jetzt decken wir auch die Teigkugeln ab und eine tun wir ein wenig wieder zurechtformen und geben sie in die Schüssel. Und mit der anderen arbeiten wir dann weiter. Und das könnt ihr euch jetzt aussuchen, je nachdem, was für Formen das ihr machen wollt. Ich werde jetzt diese Teigkugel ausrollen in etwa einen halben Zentimeter dick. Und dann steche ich mit Gläsern Kreise aus. Und von denen mache ich 9 Stück, also jeweils 3 von derselben Füllung. Und ihr könnt es euch natürlich auch suchen, ob ihr dann den kompletten Teig so macht in Kreise oder ob ihr auch Schnecken formt. Ich werde den Rest nachher ausrollen und Schnecken formen. Das wisst ihr, glaube ich, eh, wie es geht. Glas ins Mehl tunken und dann ausstechen. Oder vielleicht habt ihr auch ganz andere Ausstecher. Ich mache es immer mit ganz normalen Küchenutensilien. Ich habe da nicht so besonderes Zeugs und muss ich auch nicht unbedingt haben. Und wenn ihr ein wenig größere haben wollt, der Schatten, das ist mein Mann, der zeigt mir da gleich so Bilder auf dem Handy. Wenn ihr größere Kreise haben wollt, dann rollt ihr die Kreise noch ein wenig aus. Ansonsten könnt ihr es in der Größe lassen, in der ihr sie ausgestochen habt. Dann einfach eine Teigrolle, dann kommt der Käse, dann wieder Teig, dann wieder eine Käsescheibe und dann wieder als Deckenteig. Dann mache ich da einfach mit dem Messerrücken zweimal ein X. Drücke es richtig runter und dann sieht es so aus. Ich habe die Kreise wieder ein wenig breiter gemacht, so dass sie ungefähr alle gleich groß sind. Mit dem Ei-Käse-Gemisch geht es genau gleich wie mit den Käsescheiben. Schlichten und einfach nur ein wenig drauf streichen. Und da kommt dann auch wieder mit dem Messerrücken zweimal ein X drauf. Also mit der dritten Füllung genau dasselbe beim Schlichten und zweimal ein X. Und ich mache von jeder Füllung jeweils 3 Stück und danach verknete ich den ganzen Teig und rolle es zu einer Roulade und die ganze Füllung mische ich auch zusammen. So, dann habe ich jetzt hier auch 9 Stück, 3 Sorten, jeweils 3. Die bestreichen wir jetzt mit dem Dotter. Und die haben aber 15 Minuten schon gestanden. Und die ganzen 15 Minuten müssen wir auch das Backrohr schon eingeschaltet haben auf 220 Grad, dass es 15 Minuten vorheizt, während wir das Gebäck gehen lassen. Dann bestreue ich es jetzt mit Kürbiskernen gemahlenen und mit Sesam, aber das könnt ihr auch komplett weglassen. Oder bestreuen mit was ihr wollt. Und da ich Dolpatsch nicht mitbekommen habe, dass der Akkustand leer ist, wird die Roulade nachher nicht gefilmt sein, also nur, wo ich es ausgerollt habe und bestrichen. Aber ich glaube, das wisst ihr eh, wie die Roulade geht. Ihr habt sicher schon Schnecken gemacht, also man rollt es aus, dann bestreicht man es mit der ganzen gemischten Fülle. Dann rollt man zu einer Roulade, dann tut man so 2 bis 3 cm breite
Kreise ausschneiden, also Scheiben, und die tut man dann wie einen Reifen umkippen und dann drückt man von den Rändern zur Mitte runter und dann sieht es aus wie so ein Schneckenhaus. Und das fertig bestreute Gebäck kommt jetzt für 15 Minuten in den Ofen und dann ist es fertig und genau die gleiche Backzeit haben dann auch die Schnecken. Also da hat jetzt ein paar Mal schon die Kamera den Geist aufgegeben, aber ich habe es euch erklärt. Und das ist nun das ganze fertige Gebäck. Ich habe jetzt zwei aufgeschnitten, damit ihr sehen könnt, wie es aussieht. Ich sage euch, das schmeckt himmlisch. Vor allem, wenn es noch warm ist, aber man kann es auch kalt essen. Die Schnecken, wie die aussehen, seht ihr auch. Die hat man dann auch mit dem Ei bestrichen, nachdem sie 15 Minuten gestanden sind. Und ich habe sie bestreut mit Sesam und Kürbiskernen. Aber ihr könnt es ganz nach eurem Geschmack machen. Ihr könnt auch Formen nach eurem Geschmack wählen, genauso wie die Füllungen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefällt, dann bitte Daumen nach oben. Wem es nicht gefällt, Daumen nach unten. Kommentiert aber unbedingt in den Kommentaren, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, warum und wieso. Und ich habe auch eine Facebook-Seite eröffnet und lade euch auch recht herzlich ein, dort mit mir befreundet zu sein. Ich werde den Link unter dem Video verlinken beim Rezept. Ich weiß, meine Videos sind nicht gerade die beste Qualität. Jetzt bin ich wieder mal am Üben, weil es eine neue Kamera ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich danke allen Abonnenten, dass sie die ganze Zeit meine tollpatschigen Sachen mitmachen. Und diejenigen, die noch nicht abonniert haben, holt es nach, wenn ihr kein weiteres Rezept verpassen wollt. Mich würde es sehr, sehr freuen. Ich freue mich auch über jedes Kommentar, über jeden Neuzugang. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und Bussal!